Für einen der bekanntesten, für einen der erfolgreichsten deutschen Turner ist nun Feierabend. Fabian Hambüchen, der Rec-Olympiasieger von Rio beim Internationalen Deutschen Turnfest, ist er nur noch Botschafter und Geehrter. Im Rahmen dieses Events erhielt Hambüchen die Flato-Medaille, die seit 1987 regelmäßig an besonders erfolgreiche, engagierte und integre Sportler verliehen wird. Bedeutet mir aber viel auch in diesem Ambiente, das alles hier zu haben und auch im Rahmen des Turnfestes. Insofern freut es mich riesig, nochmal so ein Stück weit Anerkennung für das zu kriegen, was ich die ganzen letzten 10, 20 Jahre geleistet habe. Als Nachfolger auf dem Siegertreppchen trat Hambüchens Freund und Kollege Lukas Dauser in Erscheinung. Dauser wurde in diesem Jahr deutscher Meister. Mehrkampf. Hambüchen traut seinem potenziellen Nachfolger einiges zu. Wir waren bei den letzten Olympischen Spielen zusammen im Team, davor die Jahre auch schon. Also uns verbindet halt der Sport natürlich primär. Andererseits probiere ich ihm im Management, im Marketing zu helfen. Ja, er ist da auch in der gleichen Agentur, wo ich untergebracht bin. Und deswegen, wir arbeiten zusammen, wir sind Freunde, wir verstehen uns perfekt. Insofern bin ich froh, ihn unterstützen zu können. Und ich denke, klar, er hat eine gute Zukunft vor sich. Ja. Er hat hier unter Chance, ist am Bachen einfach sehr stark, wo man gucken muss, wie man das die nächsten Jahre noch ausbaut. Aber ich denke, Richtung Tokio 2020 ist er ein Kandidat, der auf jeden Fall vorne mitmischen kann.